Bevor wir jetzt aber in die Tiefen der Diversität und die können wir endlich aufbrechen, was wir aufbrechen wollen, gehen, möchte ich euch zwei fantastische Damen vorstellen. Die eine wartet im Chat mit einem hoffentlich stabilen WLAN, ist die wunderbare Frau Professor Jutta Tölle. Sie hat nicht nur mit Professor John Lubzuboda zusammengearbeitet und researched, sie ist Musikwissenschaftlerin, Historikerin und sie forscht schon seit längerem zu Konzert- und Opernpublika des 21. Jahrhunderts, aber auch zu so schönen Themen wie Applaus und zur Idee von Mission oder Mission durch Music. Hier sitzt neben mir links auch noch Hiromi Gut und gleich werdet ihr dort hinten im Livestream sehen, da freue ich mich wahnsinnig. Oder ist das jetzt rechts? Nee, das ist dann gleich da. Gabriele Schlipf, sie ist Graphic Recorderin und sie zeichnet auf einem eigenen Blatt die gesamte Diskussion live mit. Sie hat den ganzen Tag mitgezeichnet und wenn ihr bis 7 Uhr drin bleibt, kriegt ihr nachher keine Kurzzusammenfassung. Das bleibt uns vorbehalten für morgen 15 Uhr. So, erste Frage an Sie, liebe Frau Professor Tölle. Sie haben uns jetzt den ganzen Nachmittag zugehört. Wo knüpfen Sie an, genau an das an, in der Tiefe, ganz konkret gefragt, an das, was wir ausgeteilt haben, an Gedanken und Forderungen? Und was ergibt sich daraus und wo sind Sie am entrüstetsten, dass wir das nicht tun, was wir die ganze Zeit hier seit heute Mittag um 15 Uhr predigen, im gesamten Konzertbetrieb, wenn wir uns den angucken? Große Frage zuerst an Sie. Boah, das sind aber mehrere große Sie fangen mit Fragen einer auf an. Einmal. Ich schließe gerne an das an, was John gerade gesagt hat. Provide a bridge for audiences ist vielleicht der Schlüssel zu allem. Was eine heißt Brücke das? Bauen für, eine Brücke bauen für verschiedenste Leute, die wir gerne im Publikum sehen möchten. Ich bin, wie Sie gerade gesagt haben, Wissenschaftlerin und kein Practitioner. Also ich komme nicht aus dem Bereich und möchte mir auch gar nicht anmaßen, da Tipps zu geben. Aber ich würde mich grundsätzlich dem, was John gesagt hat und auch natürlich dem, was Volkert gesagt hat, das kenne ich ja vollumfänglich anschließen. Grundsätzlich glaube ich, dass Forschung auch helfen kann bei bestimmten Dingen. Und ja, provide a bridge for audiences, ich finde, das sagt eigentlich schon alles. Und das andere Stichwort, was John gerade gemeint hat, ist Agency. Mhm. Agency weitergeben. Seine von der hohen Warte vielleicht runterkommen und Macht abgeben. Okay, das sind zwei wichtige Stichworte. Lassen wir uns mal, und das jetzt mit euch gemeinsam besprochen, hakt ihr da ein bei dem Brückenbilden und wie können wir das machen? Also hier gibt es ganz viele Fragen nach dem Motto, haben wir überhaupt noch das Publikum? Wenn wir von Publika reden, von welchem Publika reden wir? Kriegen wir die Leute zurück, die wir verloren haben? Wie kriegen wir neue? Also ums Thema Publikum dreht sich ein riesen Deutungshoheitsbereich. Ja? Volkert, vielleicht du zuerst und dann du, Hiromi. Brückenbilden. Ja, das ist klar, das ist der Schlüssel zu allem. Also ich habe das ja mit Nähe beschrieben. Mhm. Also wie können wir eigentlich Nähe aufbauen? Wie können wir unmittelbar an emotionale Erfahrungen anknüpfen? Weil die kann einfach jeder teilen. Jeder hat emotionale Erfahrungen, unabhängig davon, ob er Vorwissen hat, ob er irgendwelche Kenntnisse darüber hat, Erwartungshorizonte etc. Also das ist auf jeden Fall der richtige Schlüssel. Die andere Frage ist natürlich nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Wie sieht unser zukünftiges Publikum aus? Und da mache ich mir wirklich sehr große Sorgen, jetzt auch aus den Erfahrungen der letzten Monate. Ich habe selber in der schönen Stadt Köthen ein kleines Bach-Festival gemacht, Anfang September. Wir haben das zwei Monate vorher komplett umgebaut, sozusagen auf Corona-Tauglichkeit, also kurz gesagt große Räume, wenig Menschen. Mhm. Aber wir haben das anders gemacht als andere. Wir haben Musikerinnen und Musiker in die Mitte gesetzt und die Menschen auf einzelnen Stühlen im Kreis, im Abstand von 2 Metern. Und das war sehr interessant, weil es verschiedene Effekte hatte, nämlich es waren natürlich wenig Leute, aber hinterher haben ganz viele Leute gesagt, können wir das in Zukunft nicht immer so machen, weil das eine unglaubliche Konzentration gibt, ein unglaubliches Gefühl von Nähe, dadurch, dass die Stühle weit auseinandergestellt sind, auch bei Paaren übrigens, haben sie gezwungen, sich zu trennen. Sicherheit, das ist ungerecht, wenn welche zu zweit kommen und andere kommen alleine, dann sind die, die alleine sind, die fühlen sich vielleicht irgendwie nicht so gut, wie die zu zweit sind. Also setzen wir alle alleine. Keine Schmusesessel wie im Kino. Keine Schmusesessel wie im Kino, sondern einzelne Stühle. Die Leute sind erst 10 Minuten vorher reingegangen und das Interessante war, dass schon 7 Minuten vorher eine gespannte Stille herrschte, weil 2 Meter Abstand, so wie wir, das kann man jetzt in so einer Fernsehproduktion machen, aber wenn dann noch 50 andere Leute drumherum sitzen, man hört auf, sich zu unterhalten, sondern die Leute haben gesessen, das erwartet und wenn es losgegangen ist, dann war es wirklich bam, mit einer unglaublichen Konzentration.
Die MusikerInnen, die waren total geflasht von dieser Art von Konzentration. Das haben sie so noch nie erlebt. Es war unglaublich emotional. Und jeder hatte das Gefühl, wenn man natürlich in der Mitte eine Pianistin hat und rundherum sitzen 50 Leute, ist der am weitesten entfernt ist, vielleicht 5 Meter weg bei diesem Setting. Also eine Nähe, also auch eine physische Nähe, die man sonst niemals hat. Und dazu noch dieses Gefühl, dass man irgendwie allein ist, aber das ist was Positives. Das ist interessant. Aber zurück zu der eigentlichen Frage, also wie viel kommen? Wir haben ungefähr ein Drittel der Tickets verkaufen können, die wir normalerweise verkauft hätten. Und ich war ganz glücklich, wir hatten das ungefähr vorhergesehen, kalkuliert. Aber meine These oder mein Gefühl ist, dass wir, wenn wir Glück haben, 50% des Publikums zurückbekommen werden nach der Krise. Und zwar, und da sollen wir uns nicht vormachen, Publikum für klassische Musik ist eher älter, also das heißt eher im Risikobereich. Da haben viele Angst, wollen noch nicht wieder, trauen sich nicht. Und es gibt ein großes Mittelfeld, würde ich vielleicht sagen, ein Drittel des Publikums, die wirklich eher aus repräsentativen Gründen hingehen. Also weil sie einfach schön finden, gemeinsam auszugehen, sich schick zu machen. So diese Dinge. Es gibt natürlich auch gerade in kleineren Städten oder zu besonderen Anlässen, zu Opernpremieren, zu Saisoneröffnungen, dass man dahin geht. So, dass man sich trifft mit anderen, dass man sich zeigt. Fällt unter diesen Corona-Bedingungen auch? Fällt weg. Fällt weg, haben wir nicht mehr. Und das Drittel, was übrig bleibt, und die habe ich bei meinem Festival gehabt, da habe ich das Gefühl, wow, das sind die Leute, die wirklich so highly committed, die lieben das, die brauchen das als Lebensmittel. Die sind in eine Emotionalität mitgegangen. Ich habe noch nie Konzerte erlebt, wo so viele Menschen geweint haben, einfach vor Rührung. Also das ist wirklich so das Kernpublikum. Also die haben wir auf jeden Fall. Und die Frage ist, wie wir die anderen zurückgewinnen und natürlich noch viele neue dazu, weil dieses Problem hatten wir schon vor Corona natürlich. Nochmal mit Hiromi die Frage an dich im Sinne von Agency und Brücken bauen, ja? Also jenseits dessen, was wir schon gesehen haben, eben das Klavier den Berg hinaufschieben und zu den Leuten bringen. Ihr seid ja aus dem Konzerthaus raus. Wie macht ihr es sonst noch? Was sind eure Rezepte oder eure Ansätze zu sagen, so bauen wir zu unseren Zielgruppen Brücken und wer sind die letztlich, wenn ihr nicht zufällig irgendwelche Leute da draußen auf dem Berg trefft? Ich glaube, bei uns ist wichtig zu sagen, dass wir haben nicht das Publikum, weil wir immer an unterschiedliche Orte gehen. Das heißt, es sind wirklich die Communities, die an diesen Orten sind. Und dann haben wir zusätzlich Publikum, das sich über Newsletter und so als unsere Fangemeinschaft aufgebaut hat über die letzten 3 Jahre, die dann auch an diese Orte kommen. Und so vermischt sich die Gesellschaft auch mit unterschiedlichen Communities. Es hängt extrem stark auch davon ab, wer auf der Bühne ist natürlich. Also gerade wenn wir jetzt vom WG-Konzept, also der Wohngemeinschaft, die wir zwischen Senegal, Südafrika und der Schweiz gebildet haben und neue Musik entstanden ist im Juni. Da haben wirklich alle ihre Leute mitgebracht und das war eine Woche nach den großen Black Lives Matter-Demonstrationen in Zürich, wo 15.000 Leute zusammengekommen sind vor dem Opernhaus und gegen Rassismus demonstriert haben. Und da haben wir uns gefragt, eben gerade wenn Corona ist, die Leute brauchen einen echten Grund zu sagen, es ist mir wert, mich zu gefährden und in Gemeinschaft zu begeben. Und da, das war ein ausverkauftes Konzert, das ist sehr schnell ausverkauft, die ganzen KPIs, die zählen sowieso nicht mehr, weil man eben irgendwie 50 in der Schweiz Leute im Moment versammeln darf. Aber die Intention oder das Wichtige war, dieses Half-Black, Half-White-Publikum, was da war, und das ist so exzeptionell für Zürich, für den Kontext, dass wir die versammelt haben ums Feuer nach dem Konzert und die nach diesen Demonstrationen gemeinsam diskutiert haben und sich begegnet sind und wirklich Fragen stellen konnten. Sag mal, was geht hier ab oder was ist deine und diese Art von Begegnung, ich glaube, das meinen wir auch mit Diversität, also andere Orte, Musik. Also ich habe da auch blinde Flecken bei mir entdeckt. Also ich gemerkt habe, der Kora-Spieler, der aus einer sehr traditionellen Griot-Familie aus Senegal kommt, dass ich den nicht alleine programmiere, sondern eben den Klavierspieler, den Mischer, habt ihr gerade gesehen, dass ich die zusammen in die WG tun muss. Was sagt das über mich und mein Diversitätsverständnis aus, dass ich Subventionen kriege in der Schweiz für klassische Musik und das nicht als klassische Musik stehen lassen kann? Also das sind Themen, mit denen wir uns immer wieder konfrontieren. Und das, glaube ich, ist das die Antwort zum Thema Publikum und Diversität im Moment. Noch eine kurze Frage, bevor wir nochmal zu Ihnen zurückkommen. Wie geht ihr mit ökonomischem Druck um?
Also, wir sehen gerade, die Zahlen gehen runter. Wie finanziert ihr das überhaupt, was ihr macht? Wenn ich euch richtig verstanden habe, normalerweise ist es ja ganz viele Flashmob-Konzerte sind kostenlos. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr das im Moment? Seid ihr komplett subventioniert? Habt ihr Förderer, Sponsoren? Kannst du das ganz kurz erzählen? Alles. Also bei uns hat sich eigentlich seit Corona sozusagen nichts geändert, weil wir Subventionen weiter kriegen. Wir haben kein Konzert abgesagt. Wir haben immer andere Formen gefunden, die Honorare genau gleich wie vorgesehen auszuzahlen. Wir haben Drittmittel wie Mäzene und Stiftungen, die natürlich jetzt schon lieber das Geld geben statt Ausfallkonzert, lieber, wenn etwas stattfindet, halt eben, keine Ahnung, die Tänzerin ist in Quarantäne, das war jetzt letzte Woche der Fall, die Cellistin nicht und Gott sei Dank ist sie am Konzerttag aus der Quarantäne gekommen, aber die Proben haben über Zoom stattgefunden, ne? Und ja gut, aber ihr seid, eure ganze Geisteshaltung ist maximale Agilität. Wenn ich in den Vorgesprächen das Gefühl hatte, ich immer, ihr geht mit dem um, was ist. Wie weit treibt ihr das? Also wie kurzfristig sind eure Planungen und wie weit seid ihr bereit, Dinge umzuschmeißen, um trotzdem zur Aufführung zu kommen? Da gibt es keine Grenze. Also das, was möglich, also wir machen diese Dinge möglich, damit wir wirklich unsere Botschaften übermitteln können. Und wenn die Botschaft sein soll, wir wollen uns ums Feuer versammeln und über Black Lives dann auch diskutieren und diese Musik erleben und uns unsere Blindspots entdecken und sagen, shit, Hiromi, das hast du jetzt wirklich nach einer Südafrika-Tournee, ich glaube, ich habe darüber erzählt in der Keynote, dass du das nicht gecheckt hast. Ja, das sind so Dinge, wo ich dann, da und da gibt es eigentlich keine Grenze, weil du musst immer jeden Tag dranbleiben. Und was ich spannend finde, ist, ich weiß nicht, wie sagt man, we got called out on something. Ausgerufen? Keine Ahnung. Wir wurden beschuldigt. Also so, ach so, beschuldigt, angeschuldigt. Genau, zum Thema weißes Privileg, wie unser Newsletter zum Beispiel, wie wir den formuliert haben zu einem zweiten WG-Projekt jetzt im Dezember. Und ich fand das super spannend, weil ich glaube, das hast du, Volker, auch vorher gesagt, wie spricht man jetzt öffentlich und wie spricht man hinter, also so hinter eben, ja. Vorgehaltener Hand. Genau. Und da haben wir auch gemerkt, für uns, wir wollen da keine Grenzen setzen, wir machen jetzt da einen Podcast darum, zu sagen, was heißt weißes Privileg, wie gehen wir diese Themen an, wie gestalten wir diese Prozesse so transparent, dass sich jeder beteiligen kann und auch sagen kann, hey, ich verstehe das jetzt nicht mit dem weißen Privileg oder so. Oder was heißt das eigentlich? Das ist schon ein Schlagwort, das jetzt so kursiert wie Decolonizing Musics und so weiter. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, wo wir uns wirklich keine Grenzen setzen, weil ich glaube, dass wir jeden Tag daran arbeiten müssen. Ich würde gerne zur Frage der, also ihr seid an vielen Veränderungsschrauben unterwegs. Wir sind jetzt seit 15 Uhr heute Nachmittag zusammen und wir haben unglaublich viel, was ich sagen, ich will es nicht als Sonntagsreden beschreiben, aber wir scheinen uns ja alle einig zu sein in dem, was sich alles verändern muss. Wie kommen wir dahin und was sind die wichtigsten Stellschrauben? Auch an Sie vielleicht die Frage, auch als Wissenschaftlerin, Frau Professor Tölle, weil Sie so lange am Ende der Publikumsforschung sozusagen sitzen an dem, und von dem Ende die Überzeugungen mit uns teilen. Und auch du, Volker, wo müssen wir ran und wo können wir vor allem in dieser momentanen Situation ran, dass wir aus den Sonntagsreden rauskommen, die ja momentan auch politisch dauernd unterfüttert sind? Ich glaube, das, was Hiromi gesagt hat, ist total wichtig. Es geht, glaube ich, in erster Linie, oder kann jeder bei sich selber anfangen, mit einer unglaublichen Wachheit an die Sache ranzugehen und mit einer Agilität und immer zu denken, aber es ist der Plan B, C, D, wie viele Pläne wir auch immer brauchen und nicht einfach auf einem Status quo beharren, so, das haben wir immer so gemacht, das funktioniert nicht mehr. Und also damit laufe ich eigentlich seit Jahren schon durch die Welt, also auch, was ich am Ende der Keynote gesagt habe, das 19. Jahrhundert ist schon eine Weile vorbei und diese Art von Repräsentationskultur, die vor allen Dingen in der Beharrung besteht, das halte ich für total problematisch, weil dann können wir diese Fragen alle gar nicht stellen. Das funktioniert nicht. Aber das jetzt nicht. Übersetzt, in der Corona-Situation, die wir gerade erleben, von Vereinzelung, von Angst vor dem Tod und Ansteckung, in der Frage, was uns eigentlich wirklich fehlt, etc. Wie denkst du jetzt über das nach, um das zu konkretisieren, was du sagst? Was schließt du daraus? Welches Konzert würdest du gerade machen? Wie würdest du es kontextualisieren? Welches Thema würdest du adressieren, damit Mahler, Beethoven, Pinscher, egal, relevant wird für möglicherweise andere Zielgruppen? Was trägst du unterm Herzen? Du hast vorhin also Speed-Dating gesagt, das ist nicht okay. Nein, und du hast einen flammenden Artikel auf Van geschrieben. Ich will ja. Da jetzt noch, da können wir später zukommen. Aber mach das mal konkreter, was du sagst.
Es gibt natürlich kein Geheimrezept. Es gibt nicht das eine Projekt. Ich glaube, das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Das gehört auch zu dieser Agilität, dass man sich immer wieder schaut, welche Bedürfnisse gibt es, in welche Richtung entwickeln sich Dinge, wie können wir darauf reagieren. So, deswegen ist es eigentlich immer ein Prozess. Es ist auch bei meinen eigenen Projekten, würde ich sagen, oder ich sage immer, das Aktuelle mag ich immer am allerliebsten. Also das, was ich gezeigt habe in der Matthäus-Brunnen, das mache ich ganz besonders gerne, obwohl es schon ein Jahr alt ist oder anderthalb Jahre her ist. Und dieses Jahr haben auch nicht viele stattgefunden. Also eigentlich nicht. Also relativ wenige. Also das ist immer eigentlich ein Prozess. Ich glaube, und darum geht es auch zu Teilen in dem Artikel, dass ich so spüre, dass es so eine unglaubliche Zweiteilung gibt. Und da gibt es einen Gap, der einfach immer größer wird. Die Schere geht immer weiter auseinander zwischen diesen großen Institutionen, die sich auch zum Teil bemühen und so weiter, aber das ist natürlich groß und stark und behäbig und teuer und kann man ganz viel dazu sagen. Und es gibt solche Aktionen wie das, was du machst, so kleine, schnelle, flinke Beibote, die ständig irgendwie alle links und rechts überholen, neue Fragen aufwerfen, neue Dinge problematisieren, das mit dem Publikum teilen und so weiter. Und das driftet immer weiter auseinander. Und die große Frage ist, wie wir das zusammenbringen können. Und die Frage auch an Sie, Frau Professor Tölle, dann komme ich zu euch zurück. Gucken Sie da an der Stelle optimistisch in die Zukunft im Sinne von, das wird schon möglich sein, die Schnellboote und die großen Tanker zusammen in mehr Innovation und Agilität zu bringen? Wie gucken Sie da drauf? Also ich würde auch sagen, dass diese Unterscheidung in die großen Institutionen, die großen, gut finanzierten Institutionen und die kleineren Beiboote super wichtig ist, weil Hiromi Gut müssen wir ja nichts mehr erzählen, wie sie das besser machen sollte und könnte, glaube ich. Aber es gibt, Sie werden alle Beispiele kennen von großen Institutionen, von den Schlachtschiffen, um bei der Bootsmetapher zu bleiben, bei denen man sehr wohl was machen könnte. Und bei den großen Institutionen könnte man echt damit anfangen, ja, hier wieder mit Johns verschiedenen Dimensionen mal zu operieren. Überlegt doch mal, was könnte man denn mal anders machen? Wisst ihr überhaupt, wer euer Publikum ist? Mhm. Wisst ihr überhaupt, wer euer Publikum ist für diese bestimmte Serie? Ich glaube, Sie haben vorhin gefragt, ob es das Publikum gibt. Das gibt es natürlich nicht, sondern es gibt immer verschiedene. Und man weiß auch nie, ob das kommt, an das man denkt. Und inwieweit das überhaupt ein Publikum ist oder ob das diverse Gruppen sind, das weiß man ja auch manchmal nicht. Aber so, ich habe da schon Hoffnung. Ich glaube aber, bei vielen Sachen fehlen uns im Moment noch die Argumente. Okay, gehen wir mal davon aus. Zum Thema Relevanz wieder. Okay, gehen wir mal davon aus, dass heute vielfach ausgestreut worden, wir müssen stärker, öffentlichkeitswirksamer und breiter über das Thema Relevanz diskutieren. Gehen wir mal davon aus, das fruchtet. Im Sinne der politischen Forderung, wärt ihr beide dafür, dass wir zum Beispiel, das haben wir nämlich im Roundtable diskutiert, wir müssen zum Beispiel Fördertöpfe daran knüpfen, dass bestimmte Summen nur in Kooperation zwischen subventionierten Häusern und freien, kleinen, schnellen Beibooten mit Diversitätsanspruch oder was auch immer zur Offerung kommen. Sonst gibt es kein Geld. Also, wo seht ihr die Hebel? Ich habe vorhin, das hat mir auch jemand, hat sich lustig gemacht, nach dem Motto, nach dem einen magischen Hebel zu fragen, das wäre magisches Denken. Aber wo seht ihr die Hebel, um zu der Veränderung? Volker, du redest seit 10 Jahren darüber. Du bist aus dem Betrieb rausgegangen, weil du gesagt hast, ich will es nicht mehr. Nein, aber das offensichtlich Innovation kann ich anders gestalten als in der Institution. Wo seht ihr die politischen Hebel oder jetzt auch in der Situation die Möglichkeit, um die Veränderung leapfrogging-mäßig, also in Sprüngen nach vorne zu katapultieren? Du zuerst. Wenn ich dich falsch dargestellt habe, kannst du gleich korrigieren. Volker, du zuerst. Du hast doch eben irgendeine Idee gehabt. Ja, ich habe nur eine Idee für einen Begriff gehabt. Das wäre ja schön, ne? Die Weltlösung in einer kleinen Formel und das macht BÄM und wir haben alle Probleme gelöst. Nein, ich bin auf einen Begriff gekommen. Wir haben eine tolle Diskussion gehabt, nur mit einer kleinen Gruppe von 5 Leuten. Wir haben überlegt, was eigentlich den Unterschied macht in den Produktionsweisen, in der Art und Weise, wie wir Projekte entwickeln. Und als Beispiel kam dann in Berlin das postmigrantische Theater. Ja. Also dieser Versuch, möglichst viele unterschiedliche mögliche Interessensgruppen, Teilhabegruppen zu integrieren in diese tägliche Arbeit. Und dass wir alles das überhaupt nicht tun. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, was ist denn das, was bei uns passiert. Also das, was du auch gerade gesagt hast. Wir reden die ganze Zeit darüber, aber was passiert, ist eigentlich das Gegenteil. Und da bin ich auf einen Begriff gekommen, den sage ich jetzt mal. Ihr könnt mich alle dafür steinigen. Zur Kreuzigung, bitte nicht. Zur Kreuzigung bin links, ich bei der bitte. Ja. Und zwar als Begriff würde ich mal vorschlagen, was wir brauchen, ist das postrepräsentative Konzert. Kannst du das kurz erläutern, wie du den, ich kann es mir schon vorstellen, aber kannst du den Untertitel mit uns teilen? Was meinst du, was verstehst du darunter?
Na, es ist einfach total klar, dass die Form, die wir heute für ein Konzert halten, also was wir damit assoziieren, also das Repräsentative, vielleicht der dunkle Anzug, der Frack auf der Bühne, das große Konzerthaus und so weiter, das ist im 19. Jahrhundert entstanden, das ist total eindeutig. Da ging es natürlich auch um eine Selbstvergewisserung dieses aufsteigenden Bürgertums, also wer drin ist, war innen sozusagen, der war Teil dieser Gesellschaft. Auch die Art der Kleidung hatte was damit zu tun, das sollte irgendwie egalitärer sein als in der Hofoper, das ist total klar. Ja. Da sind wir aber drüber hinaus, das ist schon echt eine Weile her. Aber wir tun so, als wenn es immer noch wäre, und ich arbeite ja auch viel mit Musikstudierenden. Und irgendwann komme ich immer zu dem Punkt, ich sage, Leute, soweit ich weiß, hat Moses keine Tafel vom Berg zurückgebracht, wo drauf steht, ein Konzert hat zwei Teile und in der Mitte ist eine Pause. Also vielleicht irre ich mich, bin ja kein Theologe, aber so, also das meine ich mit nichts als gegeben hinnehmen. Und um nochmal auf das Segelbild, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, ich habe ja was eingebaut in meinen kleinen Vortrag, im Hintergrund war der Bug eines sehr schönen Segelschiffes. Eines Schiffsmodells. Ist das auch postrepräsentativ? Nee, ich bin am Meer aufgewachsen und ich habe mich gefragt, was repräsentiert vielleicht am meisten so meine innere Haltung? Und das ist das Aufbrechen. Ja, okay. Einfach mal gucken, wohin weht der Wind und wo treibt es mich hin? Und nicht immer schon, bevor man überhaupt... Aber du hast ja auf die Antwort nicht geantwortet. Du hast gesagt, postrepräsentativ. Ich habe gefragt, brauchen wir neue Förderrichtlinien, die Leute in die Knie zwingen, zum Beispiel zu neuen Formen zu kommen? Weil daran wird... Wir haben hier die Frage nach der Subventionierung. Ja. Als so. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es gab ein Programm von der Bundeskulturstiftung, da ging es darum, im Theaterbereich die Zusammenarbeit zu stärken zwischen Stadttheatern und freien Gruppen. Das ist nicht mal eben so per Ordre de Mufti zu lösen, glaube ich. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig. Das kann man jetzt mal nicht eben in der Sonntagsrede irgendwie drei Maßnahmen vorschlagen, sondern das geht ja tief rein, auch in zuwendungsrechtliche Fragen und so weiter. Da würde ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten, das spontan so zu formulieren. Aber natürlich müssen wir diese Durchlässigkeit stärken. Aber ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Und was heißt Durchlässigkeit stärken? Die Durchlässigkeit zwischen festen Institutionen und diesen kleinen Beibooten. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan, weil natürlich Institutionen und Organisationsstrukturen ein sehr starkes Beharrungsvermögen haben. Mhm. Und das geht manchmal überhaupt nicht zusammen mit der Art und Weise, wie wir wahrscheinlich arbeiten. Mhm. Und auch die Leute, mit denen wir arbeiten, da rede ich nicht nur über Künstlerinnen und Künstler, sondern auch über Technik. Ne? Das ist eine andere Sache. Ich glaube, noch einen Schritt zurück, es würde sich lohnen, über sowas zu diskutieren wie, woran machen wir eigentlich Erfolg fest? Darf ich die Frage direkt an dich zurückgeben? Ich komme dann wieder und zu dir. Und das meine ich auch durchaus dann politisch gedacht oder auch kulturpolitisch gedacht. Wenn wir das anders definieren, weil im Moment ist Erfolg für ein Konzerthaus, ich hole den möglichst repräsentativsten und berühmtesten Künstler in mein Haus, egal was es kostet, in Klammern. Mhm. Aber vielleicht ist die Frage eine ganz andere, nämlich ist Erfolg nicht auch, wenn ich es schaffe, langfristig, gerade im ländlicheren Raum, eine Community an dich zu binden, ein neues Publikum zu generieren. Diese ganzen Fragestellungen, das finde ich eigentlich total interessant, das mal wirklich genau zu durchleuchten und das vielleicht als Dispositiv zu benutzen. Ich möchte ganz kurz hier einen Zwischenruf. Wenn ihr, Volkert und Hieroni, nicht im etablierten System arbeitet, dann ändert sich ja nichts. Jetzt als provokante These. Aber du wolltest eben reingehen auf die Frage. Ich würde dich wahnsinnig gerne mit einer Frage zur Antwort des Erfolges haben. Wie definiert ihr oder wie denkt ihr eigentlich über Erfolg nach? Wenn ihr Beziehungen stiftet zwischen unterschiedlichen, wie soll ich das jetzt nennen, Individuen, worum geht es euch? Wie definiert ihr Erfolg mit dem, was ihr tut? Also es gibt ganz vieles, was jetzt im Raum steht. Und zuerst muss ich sagen, ich bin nicht so aus dem Konzert aus Berlin rausgegangen. Nein, das habe ich auch nicht gemeint. Sondern das ist wirklich ein super innovatives Haus, wo ich sehr viel gelernt habe, mit dem ich sehr gerne weiterhin im Kontakt bin und sehr im engen Austausch bin. Und ich glaube, unser Erfolg bei Guerilla Classics ist vor allem, dass wir eben mit diesen Institutionen zusammenarbeiten. Wir tun das tatsächlich und dass wir eben verbinden. Weil das ist ja auch die Aufgabe von Kultur in der Gesellschaft, gerade jetzt eben diese Verbindungen zu schaffen von verschiedenen Leuten, die mit unterschiedlichen Meinungen physisch im gleichen Raum sind und Dinge erleben. Und für mich ist wirklich, die größten Erfolgsmomente hatten wir, wenn wir es wirklich geschafft haben, etwas zu kreieren, was am Puls der Zeit ist. Wo die Leute wirklich so sagen, überall so,
Genau das ist es. Dann kriege ich dann so 20 Anrufe, so, Jeromi, genau das ist es, das. Okay, aber und was war das? Das heißt, es berührt, es macht was mit den Leuten und wie kommt man dahin? Also was mir im Speed-Dating aufgefallen ist die Frage, nimmt man sich selbst eben zum Thema Relevanz, nimmt man sich und seine Bedürfnisse, seine Fragen, die ich heute als 34-jährige Frau, die gerade von Zürich nach Heidelberg gefahren ist und jetzt hier sitzt, nehme ich mich ernst? Mhm. Meine Gefühle, die Fragestellungen oder Gedanken, die ich habe, wenn ich morgens aufwache? Und wenn wir da ansetzen, dass jeder diese Themen auch einbringen kann, also wenn in den Strukturen, die jetzt bestehen, wirklich Leute äußern können. Ich weiß, etwas, was ich gemacht habe im Konzert aus Berlin, ist, den Namen von allen zu lernen. Und zwar auch vom Bühnenpförtner, und also Frau Drefswolf und Herr Rank. Mhm. Und ich habe mit denen diskutiert und gefragt. Und es ist nicht so, ich dachte, super, du hast jetzt die Namen gelernt. Nein, ich weiß, dass Herr Rank zum Beispiel am Gorki-Theater mit einem Nachbar von mir am Zürichberg, der Herr Hesse, mal Bühnenbilder gemacht hat und so weiter. Und das heißt, diese Passion, Passion und diese, weil ich meine, das ist so wichtig, dass alle, die dabei sind, diese Rolle auch mit Leidenschaft mitgestalten und mitdenken. Mhm. Und ich glaube, das sind Dinge, also wenn wir Erfolg haben, dann schaffen wir es, dass wir eben da, und das ist den Clip, den ich dir geschickt habe, den kannst du vielleicht in den Chat stellen vom Kunsthaus. Mhm. Unbedingt, machen wir gleich. Wo wir am Kunsthaus Zürich eine Kooperation zu den 20er Jahren hatten und wir es wirklich geschafft haben, dass wir alle, also die Kommunikationsmitarbeiterin, die jetzt auch gerade zuhört, Sandra Smolcic, war genauso ein Creative in the Space wie die Choreografin, Tänzerin Lindy Mlaba, die normalerweise mit Beyoncé in L.A. tanzt, aber jetzt gerade stuck in Europe ist und deshalb gefunden hat, ich will tanzen mit euch, wie die freischaffende Balletttänzerin von der Staatsoper Berlin, Anna Djordjevic. Alle haben zusammen kreiert und ihre Fragen eingebracht. Es wurde per Zufall eine All-Women-Production und alle haben ihre Themen eingebracht. Und das war so wichtig, dass die Kommunikation, und wir arbeiten jetzt so weiter, weil wir gemerkt haben, es kann nicht sein, dass du sagst, du bist Kommunikation und du bist Organisation, du musst immer den Müll raustragen, sondern ich als künstlerische Leiterin und Gründerin trage genauso den Müll raus, mache dir einen Kaffee und so weiter. Und ich glaube, diese Haltung, die kannst du überall reinbringen. Das ist eine, das haben wir schon gesagt, das ist eine Art, wie man kultivieren kann, weil ich glaube, Kultur ist genau diese Verbindung mit dem Leben, also da wie so... Wie schaut man aufs Leben und kann man da auch mal eine andere Perspektive einnehmen? Wir stellen das in den Chat. Das ist ein wunderbarer zweiminütiger Clip, könnt ihr euch danach auch noch heute Abend angucken. Wir können ihn auch noch einspielen, aber ich möchte erst mal Frau Professor Tölle, wir spielen ihn, glaube ich, nachher noch ein. Wir haben noch eine halbe Stunde. Sie noch mal mit reinnehmen. Sie hören uns. Die erste Frage von mir ist, was geht Ihnen gerade im Kopf rum, wenn Sie uns zuhören? Was geht Ihnen im Kopf rum? Und die andere Frage ist, was sind Ihre Gedanken dazu? Sie haben sehr viel mit Studierenden zu tun, also mit der jungen Crowd, die vielleicht auch andere Impulse reingeben will. Was müssten wir auch, jetzt frage ich Sie nicht als Ausbilderin, aber in den Institutionen tun, um junge Menschen zu bestärken im Sinne des Self-Empowerment und der Selbstermächtigung, um mit einer stärkeren Stimme genau Dinge später zu tun da draußen? Auch als Studierende, die mit Ihnen gemeinsam zusammenarbeiten, um dafür zu kämpfen, für das, was wir hier besprechen. Also zur ersten Frage. Mir gehen gerade sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig im Kopf rum. Ja, auch. Das ist mein Leben. Und ich würde immer dafür plädieren, diese Unterscheidung in die großen Kulturinstitutionen und die kleinen Sachen zu machen, weil wir sonst irgendwie so eine allgemeine Diskussion führen, in der man zu nichts kommt, glaube ich. Ich habe gerade geschmunzelt, weil ich hier Studenten habe, die sagen, meine Aufgabe als Musikerin ist es, das Werk des Komponisten so aufzuführen, wie der Komponist es wollte. Da gibt es ja noch sehr viele von und ich sage immer, nein, das müsst ihr nicht, du musst deine eigene Stimme reinbringen und du musst überlegen, warum du dieses Stück spielst und dann sagen die, ja, aber mein Lehrer hat gesagt, ich soll das spielen. Also so viel dazu, aber wir arbeiten an dem Thema.
Ich glaube, dass man als, wenn man jetzt mal bei den Musikern anfängt, bei den jungen Musikerinnen hier bei mir am Haus, dass man denen die total darin bestärken muss, ihre eigene Stimme zu finden und das auch alles zu begründen, ja. Und sagen, überleg mal, was, ja, ich habe jetzt gerade ein Seminar, das heißt Alternative und innovative Projekte, das haben wir uns neu ausgedacht, um hier überhaupt mal irgendwie anzufangen. Und habe denen eine Konzertsituation ähnlich wie Volker, ähnlich wie im Radialsystem gegeben und gesagt, sie sollen sich dazu ein Konzert ausdenken. Und da sind jetzt 30 verschiedene Konzertideen entstanden. Und ich glaube, man muss einfach so anfangen. Und das, was dazu natürlich damit zusammenhängt, dass die, früher hat man an so einem Haus, wie ich, wo ich jetzt bin, am alten Konservatorium, halt die Orchestermusiker und Musiklehrerinnen ausgebildet. Aber wir wissen ja, dass die Orchestermusiker, ob die jetzt alle noch dahin kommen, wo sie mal gedacht haben, dass sie hinkommen, das ist ja überhaupt nicht klar. Mhm. Ja. Und deswegen kann man ihre Stimme stärken. Das Problem ist, wir sind uns ein bisschen einig in dem, was wir hier besprechen. Also es ist wie immer auf solchen Konferenzen. Wir haben sozusagen die in Anführungsstrichen schon katholisch sind, die sitzen hier auf dem Podium oder sind zugeschaltet. Und da draußen ist die andere preaching Welt. To the Sie, preaching to the converted. Sie haben gerade gesagt, wir sollen zwischen kleinen Beibooten und großen Institutionen differenzieren. Da gibt es eine Menge Leute da draußen, wahrscheinlich die von großen Institutionen kommen und jetzt sagen, aber wir machen doch schon ganz viel Innovation. Wie kriegen wir aber systemisch die Dinge stärker ins Gebälk, damit wir konstruktiv auf dem 19. Jahrhundert aufbauen? Weil das ist ja wie in der Wirtschaft, ne? Da werden auch kleine Labs gemacht und irgendwann, wenn man Glück hat, wird das skaliert beim Schraubenhersteller oder sonst wo. Also wie kriegen wir das hin? Das, und wo sind wir, also ich meine, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, kritisch zu sprechen. Ja, Frau Professor Dölle, nochmal. Ja? Also grundsätzlich, ich würde immer sagen, das kam vorhin schon mehrfach auf, wir müssen das diskutieren. Es muss eine Diskussion geben. Wo? Auch in Deutschland. Also es gibt von politischer Seite her auch. Wie viel Geld sollen wir aus welchen Gründen für was aufwenden? Ja? Mhm. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit den großen Fragen, ob wir 100 Millionen Euro im Jahr für 3 Berliner Opernhäuser ausgeben sollen, müssen, wollen. Mhm. Ja? Aber ich befürchte, dass diese Diskussionen kommen werden in den nächsten Jahren, wenn nämlich die ganzen Opernhäuser überall renoviert werden müssen und man in jeder Stadt 1 Milliarde Euro investieren muss. Also, ja, dann kommen die Fragen, genau. Die sind, ja, das kommt halt auch dazu. Und diese Diskussion muss geführt werden. Die wird ja jetzt auch geführt und Volker hat ja im Fun-Magazin vorgelegt, natürlich. Und natürlich hat es jetzt einen sehr, sehr bitteren Unterton. Aber wir sollen uns davon bitte nicht unterkriegen lassen. Okay, aber wenn wir das, gehen wir mal davon aus von der Situation, dass der Verteilungskampf noch härter wird. Der Kampf um Subventionen auch. In England sind schon von 3.000 Theatern 1.000 geschlossen worden. Dauerhaft, habe ich heute in der Zeit gelesen. Wie seht ihr, wo ist die Lösung? Also müssen wir das Soziale, vielleicht seid ihr euch da mal nicht einig, das Soziale stärker kontextualisieren, die Themen und die politischen Themen, die da draußen gewälzt werden, stärker aktuell in die Konzerte holen und da die Verbindungsbrücken schaffen? Oder müssen wir uns stärker mit den Krankenhäusern, den Altenheimen, den Schulen, das ganze Thema der Musikvermittlung viel, viel ernster nehmen und viel integraler, dafür steht auch John Sloboda, den Musiker, die Musikerin als soziales Wesen viel stärker stärken, ihre sozialen Fähigkeiten nach draußen zu tragen, raus aus den Mauern, raus aus den Häusern. Also wo ist der Weg, damit wir nicht aus dem Jammern rauskommen und in die Investition von Kultur in die Zukunft zurückkommen, was Prosta gesagt hat? Also was sind da eure... Also ich habe mit dem Opernhaus Zürich, habe ich dir gesagt, habe ich Kontakt gehabt und ich habe denen gesagt, ihr seid so ein Statussymbol, ja? Von Zürich, von der Schweiz, auch europäisch, europaweit. Und das ist jetzt ein Raum. Ja? Also ich finde, wir müssen das wie so umdeuten, was das heißt. Ich interessiere mich nicht mehr für Orte, wo es einfach so um Selbstbeweihräucherung und gleiche Leute treffen, die gleichen und so weiter. Das hat eben zum Thema Diversität, das hat damit nichts zu tun. Sondern ich finde es eben spannend, dieses WG-Projekt mit Senegal, Südafrika und Schweiz auf der Hauptbühne des Opernhaus Zürich zu hören. Weil das ist divers, das ist neu, das ist to hold the space. Ja? Also wirklich diesen Raum öffnen und sagen, lassen wir da mal etwas stattfinden. Und das ist interessant, weil die haben sehr, sehr positiv reagiert. Und das ist, sind alles Musiker, die sind brutal gute Musiker, haben krasse Karrieren, voll under the radar. Wir kennen alle deren Namen nicht, die wir hier sitzen. Ne? Und trotzdem, weil das hat Bedeutung für die. Und gleichzeitig, ja, wir etablierten sozusagen
mit europäischer Musik. Und da war dieses Südafrika-Thema ja sehr spannend, dass wir gesagt haben, wir müssen uns fragen, was ist eigentlich klassische Musik, in welchem Kontext? Also, dass wir dann nicht missionarisch irgendwo in irgendwelche Communities gehen mit dieser unserer klassischen Musik, wo wir uns auch fragen können, ja, mit unseren Wurzeln auseinandersetzen, sondern dass wir auch genauer uns anschauen. Ich weiß nicht, habe ich das im Clip gesagt, mit der Park Station, dem größten Bahnhof von Afrika, wenn du da spielst und einfach kommst und sagst, ich spiele jetzt da so ein bisschen Beethoven und Bach, dann ist es eventuell nicht mal safe, ja? Weil die Gruppe muss dich halten, wenn du in den öffentlichen Raum gehst. Und da wird man, und das ist halt also für mich jetzt ein Hauptthema, und das ist das Schöne an dieser, also das Gute an dieser Krise ist, es gibt kein richtig oder falsch mehr. Wir müssen machen, wir sind alle Anfänger, wenn wir das probieren. Wenn ich in diese fucking Park Station gehe, also wirklich gefühlt einzige weiße Frau dort, Millionen von Menschen täglich, die da durchgehen, dann brauche ich Mut zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt das hin? Also ich brauche irgendwie so eine Art Intelligenz, die ich erarbeiten muss, kontextualisieren, hast du gefragt, zu fragen, was ist wichtig für diese Menschen hier und wie halten sie uns und wie rauben sie uns nicht gleich aus oder so. Ja? Und ich glaube, diese Art von Austausch, Permeabilität, du hast es genannt, Durchlässigkeit. Und dass das nicht stattfinden kann, aus meiner Sicht, ist bisher immer noch das Problem der nicht gelebten Fehlerkultur. Jetzt versuche ich mir aber das vorzustellen. Ja. Ich knüpfe es jetzt nicht an eine Rückfrage an dich, aber ich habe auch heute in diesem Artikel gelesen, Milo Rau hat es, glaube ich, gesagt, je ängstlicher die Zeiten sind, je umkämpfter die Idee, desto konservativer werden die Menschen und halten fest. Du brichst die Lanze für Innovation. Jetzt stelle ich mir fest, dass die Subventionen noch bedrohter sind, oder was heißt noch, bedrohter sind als in der Vergangenheit. Und wir haben hier einen interessanten Kommentar, jetzt auch nur noch als Sidekick, von Sven Scherz-Schade vom SWR, der sich offensichtlich angegriffen fühlt. Er sagt, boah, voller Querschnitt gegen historisch informierte Aufführung. Sind die also alle altbacken? Fragezeichen. Das historisch informierte war doch eine prima Reaktion auf totalitäre Musikinterpretation. Also wo auch immer wir anfangen, wir merken, es gibt unglaublich viel vermintes Gelände. Nein, es ist nicht so einfach mit der Innovation in die Institutionen und so weiter. Ich würde von euch klar, also nochmal zurück. Wie kommen wir aus der Sonntagsreden-Geschichte in umkämpften Zeiten raus? Und wie schaffen wir es, dass das, was du auch forderst, dass innovative Formate auf größeren Bühnen für ein breiteres, diverses und emotional total zugängliches Publikum stattfinden können. Dein Drei-Punkte-Plan, Volkert. Ich fange, glaube ich, noch mal mit was ganz Basalem an, weil mir das immer wieder aufstößt in der Diskussion. Ja. Und wir streifen das immer, aber wir benennen es nicht wirklich. Auch was Jutta erzählt hat von ihren Studierenden. Ich kenne das auch, ich unterrichte regelmäßig Kulturwissenschaftler. Also junge Leute, Seminar 20 Leute, wo es auch darum geht, Veranstaltungsformate zu entwickeln. Und es ist meistens so, dass es bei 20 ungefähr so ist, dass drei sagen, sie sind mit klassischer Musik sozialisiert, spielen vielleicht selber ein Instrument, sind voll dabei. Drei andere sagen, ja, wenn die Eltern mich einladen, gehe ich mal mit oder so. Oder kleines Schwarzes, finde ich auch mal ganz schick. So. Und die anderen sagen, bleibt mir weg, auf gar keinen Fall. Und dann frage ich die, warum wollten ihr da nicht hingehen? Und die anderen, die damit aufgewachsen sind, sage ich, überzeugt mal eure Kommilitonen und Kommilitonen, dahin zu gehen. Und dann fällt mir immer auf, dass zwischen diesen beiden Welten eine doppelte Glaswand aus Panzerglas steht. Ja, klar. Weil nämlich und das passiert uns immer wieder, und das ist auch das, was mich so genervt hat in dieser, wir sind auch systemrelevant Diskussion, dass die Argumentation sich immer innerhalb dieser eigenen Welt dreht. Und aber alles das, was wir daran lieben, an dem, was wir tun, ist erfahrungsbasiert. Wenn jemand anderes diese Erfahrung nicht hat, kannst du dem 100 Stunden lang irgendwelche Dinge erzählen. Das kommt bei dem nicht an, weil der nicht diese Erfahrung teilt. Das heißt, man muss ansetzen an einer gemeinsamen Erfahrung. Also da, wo sich diese Welten treffen können, an eine basale Erfahrung. Und dann kann das gelingen. Aber müssen wir dann auch, was ja auch vielerorts ist, ist auch heute im Chat tagsüber die Frage der anderen Disziplinen, die wir unter Umständen kontextualisieren müssen. Ihr tut es ja auch zum Teil, ja, indem ihr Texte oder politisch aktuelle Dinge mit reingrebt. Also, dass wir unterschiedliche Publika so zusammenbringen, dass aber ein glaubwürdiger dritter Raum dadurch entsteht. Und warum gibt es davon nicht mehr? Ich meine, im Radialsystem habt ihr es immer wieder auch versucht, aber es kommt ja auch nur bestimmtes Publikum. Ja, aber es kommt in solchen Häusern natürlich schon sehr viel mehr unterschiedliches Publikum, einfach dadurch, weil wir die Genres gemischt haben. Das ist natürlich ein Problem, wenn du Betreiber einer Philharmonie bist. Du hast einen tollen Raum für Sinfoniekonzerte. Kammermusik ist schon irgendwie schwierig, weil der Raum ist viel zu groß,
einfach viel zu viel Platz, unendlich viel zu Platz. Und du kannst eigentlich keine anderen Formen machen. Also selbst wenn du versuchst, dann noch ein bisschen Licht zu machen, dann stößt du schon an seine Grenzen, einfach weil die bauliche Hülle gar nicht dafür geeignet ist. Und ich bin total dagegen, immer zu sagen, das kommt auch immer, wenn man mit Studierenden arbeitet, ja, da machen wir noch hier und das soll ja irgendwie interdisziplinär sein, dann brauchen wir noch Video. Und sage ich, aber was zeigt ihr denn auf dem Video und warum? Ja, da ist irgendwie Video dabei. So, also das ist nicht der Weg, ja, klar. Sondern erst ist Meaning, also zu suchen, was willst du eigentlich erzählen? Wie durchbrichst du diese doppelte Wand? Wo kannst du an eine gemeinsame Erfahrung anknüpfen? Und dann kannst du irgendwann sehr viel später dazu kommen, welche Mittel benutze ich dazu? Aber nicht umgekehrt. Also nur weil da eine Videowall ist, kommt deswegen kein anderer. Und umgekehrt habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, so von wegen Publikum. Wird ja auch oft gesagt, ich habe ja 11 Jahre lang bin ich auf Tournee gewesen, Akademie für alte Musik, gemacht. Übrigens an den Kollegen, schöne Grüße. Ich bin aus der alten Musik, habe Borkai gestudiert. Wahnsinnig viele alte Musikkonzerte in meinem Leben gehört. Und ich habe während der Zeit angefangen, eigentlich mir darüber Gedanken zu machen, warum eben diese Konzerte so unterschiedlich auf mich wirken. Und dann habe ich immer wieder mit Veranstaltern gesprochen und habe denen Sachen erzählt, die wir später im Radialsystem gemacht haben. Zum Beispiel, warum zum Teufel darf man nicht eigentlich im Konzert mal auf dem Boden liegen? Machst du zu Hause doch auch, oder? Setz dich doch nicht gerade auf den Küchenstuhl. Da ist was Interessantes, Frau Professor Tölle, vielleicht holen Sie das gleich nochmal raus und dann komme ich zu einem Kommentar von Johannes Mnich, der übrigens uns super unterstützt hat im Vorwege der Konferenz. Vielen Dank für dein unglaubliches Posten, dein Engagement und deine Schulterschluss. Frau Professor Tölle, Sie wollten was sagen. Ich wollte sagen, ich muss mal kurz eine Lanze brechen, auch für die Forschung. Es gibt in England schon seit längerem, schon seit 20, 30, 40 Jahren, diese Disziplin von Audience Research, Publikumsforschung. Das gibt es in Deutschland aus irgendwelchen Gründen nicht oder kaum. Und da wird gefragt, wie stellt ein Publikum denn Sinn her aus einer solchen Performance? Mhm. Was für eine Art Erlebnis hat denn das Publikum, ja, die Mitglieder des Publikums? Woher wissen wir das eigentlich? Ja. Martin Bakker hat gefragt, how might what this theater is trying to do relate to you? Und das ist, glaube ich, die Frage, die man Publikum auch stellen muss. Und ich denke immer, wenn man die Leute mal fragt, bei den Projekten, die ich gemacht habe, wenn man die Leute mal fragt, haben die echt unglaubliche Dinge gesagt. Dieses random Publikum, jetzt Publikum als Masse. Und es sind echt wahnsinnige Dinge rausgekommen. Und deswegen, glaube ich, ist echt ein guter Ansatz, mal Publikum auch zu fragen. Aber lassen wir, was denkt ihr? Lassen Sie uns da mal direkt ganz konkret reingehen. Sie haben Slides mitgebracht, die liegen bei Nils in der Regie. Lassen Sie uns einmal, ich dachte nicht im Schweinsgalopp, aber trotzdem relativ schnell da durchgehen. Ich habe die in eine bestimmte Reihenfolge gelegt. Das erste ist ganz interessant und dann kommen wir zur Publikumsbefragung. Lassen Sie uns den mal gemeinsam angucken. Nils, wenn du so lieb wärst, die Slides müssten eigentlich da sein. Vielen lieben Dank. Sei doch bitte. Und zwar, Relaxed Performances. Vielleicht können Sie das ganz kurz erklären, danach kommen wir zur Publikumsforschung. Genau. Was wurde da in Manchester anders gemacht und warum hat das für alle funktioniert? Das sind nur so ein paar Beispiele von europäischen Kulturinstitutionen, weil es generell auch hilft, glaube ich, den Blick zu weiten und aus dem deutschen Sprachraum rauszugehen. Mhm. Die Relaxed Performances in Manchester im Royal Exchange Theatre, die waren ursprünglich mal für Menschen mit Autismus und anderen Behinderungen und dann haben sie es erweitert für anyone who might be anxious about attending the theater for a number of reasons. Und darf ich nochmal die Slide sehen? Was steht unten? Weniger hell, weniger dunkel, weniger laut, relaxed attitude to noise and movement und die Türen werden nicht geschlossen. Genau, also alles etwas, eine etwas entspanntere Situation, nicht so spannend. Und die haben damals im Moment ist das natürlich eh alles zu und wahrscheinlich auch pleite. Aber die haben damals gesagt, dass mehr Relaxed Performances, die sind immer sofort ausverkauft. Und es gibt noch ein paar andere Gedanken dazu. Vielen Dank dafür. Kann man auch im Internet wiederfinden. Wir haben noch ein paar andere Slides. Wir springen mal auf die anderen. Es hat offensichtlich ein mehrjähriges Projekt auch gegeben, wo die Audience befragt worden ist. Es haben sich 2000 Menschen daran beteiligt. Können Sie ganz grob zusammenfassen, was die Antworten dieser befragten Audiences waren auf das Theater, das sie wollen? Ganz grob. Also das war allerdings,
Stichwort Nachhaltigkeit, das ist bestimmt heute auch schon gefallen. Nachhaltige Publikumsarbeit zahlt sich sicher aus, besser als so punktuell. Mhm. Das Royal Exchange Theatre hat über 3-4 Jahre sein Publikum befragt, immer wieder in ganz verschiedenen Prozessen, Workshops und so weiter, alle möglichen offenen Prozesse. Capturing Memories and Stories, die haben das Resultat davon war ein Audience Manifesto, das können Sie vielleicht auch noch zeigen auf der nächsten Seite. Ja, nächste Slide. Ein Manifest davon, was das Publikum... Die nächste? Mhm. Genau. Das ist dann, haben Sie so eine kleine Broschüre gedruckt, die liegt dann neben den normalen Broschüren des Theaters aus, mit Aussagen vom Publikum. Ja? Ich möchte ein Theater, das inklusiv ist. Ich möchte ein Theater, wo jeder hingehen kann, wo jeder sich sicher fühlt. Ein Theater, wo auch Leute so sind wie ich. Und so. Also wirklich eine ganz Vielzahl von Aussagen gesammelt. Und die haben dann noch, wenn Sie, ich glaube, auf der nächsten Slide auch noch, können Sie das auch noch zeigen, bitte? Ja, genau. Genau. Dann haben Sie noch das gemacht, ich weiß, das finden andere Leute wahrscheinlich schon problematisch. Da haben Sie dann so direkt die Aussagen vom Publikum genommen und gesagt, was Sie daraus als Reaktion gemacht haben. Ich möchte ein Theater, wo jeder sich willkommen fühlt. Und dann haben Sie, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. Ich möchte Theater, wo jeder hingehen kann und so weiter. Also das war einfach eine Konversation über Jahre mit dem Publikum. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt also erstmal das Zitat, Entschuldigung, und ich entschuldige mich bei euch, wenn wir zum Teil zwischen den Themen springen und ihr das Gefühl habt, wir diskutieren das ja alle schon seit 10 Jahren. Da müssen wir es halt noch weiter diskutieren und die Situation dazu nutzen, um weiter an die ganz wesentlichen Punkte zu kommen. Das eine, was Johannes gesagt hat, denkt irgendwer bei der Diskussion um Diversität, Innovation und so weiter auch daran, dass es Menschen gibt, die das sehen und zahlen wollen, Ausrufezeichen. Wenn man nicht im Kleinen anfängt, sein Publikum zu inspirieren und die auch irgendwie mitnimmt, kann man noch so radikal innovativ sein, wie man will, dann kommt niemand. Die Diskussion um Geld ist ganz essentiell im Chat. Es ist der Elefant im Raum. Wir reden mit vielen Institutionen nicht darüber, was zum Beispiel solche Digitalgeschichten kosten, weil keiner das offenlegen will. Wie kommen wir aus diesem Problem raus? Und wie kommen wir, wie soll ich sagen, in eine neue, heute hat Dr. Boster gesagt, neue Form des merkantilen Denkens, ja, sozusagen die Umwegrentabilität dessen, was wir tun. Also wie schaffen wir das, das Geld dafür zu bekommen, dass wir uns mehr in Richtung Innovation bewegen können? Du schüttelst den Kopf, Jeromir. Also ich weiß nicht, aber es ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, wenn ich das als Schweizerin sage. Das darfst du. Aber das Geld ist da. Die Leute haben Geld. Die Leute sind bereit, Geld auszugeben, wenn wir Dinge machen, die die Leute, Menschen nicht unbedingt relevant finden. Mhm. Dann ist es klar, dass man, ja, und ich glaube, also bei uns sieht man einfach, die Finanzierungsmodelle müssen angepasst werden. Ja? Also wie diese Soul Food Delivery. Du musst ganz kurz erklären, was ja, das war. Soul Food Delivery war so, Food Delivery geht im ersten Lockdown, dann machen wir halt Soul Food und die haben das bestellt. Da kamen 300, 750, 1400 Euro Gagen zusammen pro 15 Minuten Spielen in Gärten, in ich weiß durch nicht. Spenden. Spontan spenden, du musstest nicht bezahlen, du konntest. Du konntest das deliveren lassen zu dir. Und dann haben die Gagen bezahlt, mit den Communities, den Nachbarschaften gesammelt und so weiter. Geld ist da. Es braucht Ideen mit Inhalten, die eben meaningful sind. Gut, aber heißt das dann, dass wir in den Abteilungen oder in den Gewerken, in denen wir tätig sind, mehr darüber nachdenken müssen, wie wir den anderen, die noch nicht so katholisch sind wie wir, stärker erklären müssen, warum das so wahnsinnig relevant ist, was wir da tun? Also müssen wir andere Steigbügelhalter werden, um auch in großen Institutionen zum Umschiften der Budgets zu kommen, um mehr davon zu machen? Also ich glaube, wie kommt sowas zustande, dass die Leute draußen sozusagen, die nicht katholisch, oder ich weiß nicht. Ja, ich sage immer katholisch, das ist ein blöder Begriff. Ich bin auch noch nicht katholisch. Wie sagt man dazu? Es geht darum, dass schon jetzt hier, wir hatten heute schon über die Medien gesprochen, ja, dass das in der NZZ am Sonntag kam, am Ostersonntag, und dann hatten wir eine Woche später 60 Anfragen im Haus. Ja? Also es geht wirklich um Zusammenarbeit und die Platzierung von diesen... Zur richtigen Zeit das Richtige. Ja, ich glaube eben das Timing. Ich glaube, das, was relevant ist, ändert sich die ganze Zeit. Und ich sage auch immer, diese Kunsthausproduktion, die wir jetzt da gestern veröffentlicht haben, das könnten wir nie wiederholen jetzt. Das machen wir völlig anders, weil Relevanz verändert sich die ganze Zeit. Ja, ja gut, aber das stelle ich mir, also wenn Konzerte werden 3 Jahre im Voraus geplant mit großen Orchestern und so weiter. Wie schaffen wir es denn in diese Nichtdurchlässigkeit der Schedules und so weiter? Wer weiß, was Corona noch alles macht, aber bisher war es ja so. Genau diese Dinge einzuziehen. Also,
ich will mich nicht wiederholen, aber ich hacke immer auf dieser Frage rum. Ja, natürlich muss man über Geld sprechen, aber auch das klingt immer einfacher, als es ist. Ne? Das ist auch oft bei den großen Häusern so, dass die natürlich einen relevanten Teil ihres Budgets selber erwirtschaften müssen. Ne? Und da kommen wir zu dem, was der Kollege geschrieben hat. Also wie viel Experiment sozusagen kannst du wagen und wie viel Einnahmen kannst du damit erzielen? Mhm. Und das ist immer the crucial point natürlich. Ne? Mhm. Du brauchst sowieso irgendwie Förderung, um irgendwie Experimente zu machen, oder du musst möglichst viele Spenden sammeln und so weiter. Das heißt, du musst erstmal die Bedeutung herstellen für die Leute, dass sie bereit sind, dafür zu zahlen. An den großen Häusern, das ist einfach Box-Office. Und die Politik guckt dann, wie viel ist die Auslastung, wie viel haben sie eingenommen und so weiter. Das bricht jetzt natürlich alles zusammen. Insofern ist das ein guter Punkt, da mal nachzufragen und da vielleicht versuchen, was zu machen. Das Medien ist auch ein super Stichwort. Ich ärgere mich immer wieder, wenn in den paar verbliebenen Feuilleton-Teilen großer deutschsprachiger Zeitung zum 100.000. Mal ein Konzert besprochen wird, wenn überhaupt noch eins besprochen wird, von irgendeinem so-called Weltstar, den aber natürlich auch nur ein kleiner Teil kennt. Warum berichtet ihr bitte nicht über viel interessantere Dinge, wo wirklich was vorangeht und nicht zum 100.000. Mal über das Gleiche? Oder um an eine prominent gewesene Diskussion anzuschließen, bitte über Legato bei einem Pianisten zu sprechen. Es ging da echt um was anderes. Ne? Mhm. Wie affig ist das denn? Mhm. Und wie ausschließend ist das denn? Da muss man sich doch nicht wundern. Und Leute sagen so, worüber reden die da überhaupt? Was soll das denn? Das ist doch nicht wichtig. Wem ist denn bitte wichtig, ob das Legato so oder so ist beim Pianisten? Kann man, glaube ich, an... Also, wissen wir. Und um zurück zur Frage der Relevanz zu kommen, du hast diese Brandrede in Event veröffentlicht. Dein Wut dir über die aktuellen Entscheidungen und überhaupt über den Betrieb auch ein bisschen von der Seele geschrieben. Nochmal gefragt, was sind deine Stellschrauben jenseits dessen oder wie würdet ihr es runterbrechen, um zu sagen, wie kommen wir zu mehr Innovation, zu mehr Relevanz, zu mehr Beziehung und beteiligen die jungen KünstlerInnen da draußen in diverser Individualität stärker? Wie können wir das schaffen? Und was hilft dabei deinem New Deal of Culture, den du forderst? Hilft dir, ja, Hiromi, darf ich was bitte sagen? Bitte, go ahead. Weil ich fand es spannend, was Professor Telle aufgezeigt hat in dem Research. A space where everybody feels welcome. Mhm. Und ich glaube da, wenn du sagst, wie können wir das schaffen? Mhm. Ich glaube, das ist das Ziel, ja? Dass wir das schaffen. Nur ich finde eben der Prozess, die Frage, wie kommt man dahin? Dass wir uns damit auseinandersetzen und das erfordert, unendlich viele unangenehmste, schwierige Diskussionen, wo wir uns selbst hinterfragen müssen. Weil zum Beispiel mir gewisse Leute sagen, eben African Community sagt, ich will all black audiences. Ja. Ich will gar nicht, dass ihr alle auch kommt. Ja, ich wurde zum Beispiel letztens mal ausgeladen von einem Konzert, weil ich weiß bin. Und wenn es das braucht, um vielleicht irgendwann mal dann an den Punkt zu kommen, dann müssen wir diese Diskussion, dann müssen wir das zulassen aber und noch uns hinterfragen, warum ist es so, aber, dass ich... Ja, aber nochmal kritisch gegenfragt. Die Frage auch von der anderen Seite kommt ja auch. Wenn wir das so machen, wie du es forderst, dann verlieren wir ja unsere ganzen klassischen zahlenden, ich sage jetzt nicht Silbersee, aber diese ganzen wichtigen Menschen, die den Betrieb am Laufen halten und die für... Wieso schüttelst du den Kopf? Weil das totaler Unsinn ist. Weil ich höre das, solange ich das mache, höre ich das, das wollte ich erzählen, als du mich unterbrochen hast. Entschuldige bitte. Ich durfte meine Geschichte nicht zu Ende erzählen. Als ich angefangen habe, darüber zu reden, dass wir im Radial als sie irgendwann Konzerte im Liegen gemacht haben, einfach Yogamatten ausgelegt, Musiker in der Mitte, alle waren glücklich, im Halbdunkel, habe ich jahrelang Veranstaltungen erzählt und die Antwort war immer, mein Publikum ist noch nicht so weit. Ich habe an so vielen Orten gearbeitet, außerhalb von Berlin, und ich habe überall zuerst immer gesagt, das kannst du mit deinen Leuten in Berlin machen. Totaler Quatsch, es ist so wahnsinnig schwer, in Berlin Aufmerksamkeit für irgendwas zu bekommen. Es kann mal sein, dass sich einer oder zwei oder drei über irgendwas aufregen, aber du gewinnst immer neue dazu. Und ich habe so tolle Erlebnisse mit Menschen, wo ich gedacht habe, das ist so der Prototyp einer älteren Abonnentin. Mhm. Scheiße, stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Da haben mir Leute gesagt, ganz ehrlich, oh, ich fand es super. Also mir ist das Herz aufgegangen. Und also ganz ehrlich, ich langweile mich sonst immer. Also ich glaube, dass in unserem Gewerbe wahnsinnig viel Fassade ist, wahnsinnig viel Hochglanz und das wird immer hohler. So, das ist ja das, worum es in dem Artikel so ein bisschen geht, also auch Stichwort Tonträgerindustrie und so weiter. Aber es ist unglaublich viel Hochglanz nach wie vor und man sucht immer noch die Rettung in
einem hübschen Foto. Mhm. Aber hinter der Fassade ist eigentlich immer weniger. Und wir trauen uns nicht, dahinter zu gucken. Und wir trauen uns nicht, darüber zu reden, was eigentlich dahinter ist und wie hohl das eigentlich ist. Genauso wenig, und da reden wir über Geld, ne? Also wissen wir alle, freie Projekte, Projektanträge, was das alles heißt mit Abrechnung und so weiter. Keiner redet darüber, was da eigentlich für Honorare unterwegs sind. Und wo die herkommen. Ja, du lachst. Nein. Ein Mantel des Schweigens. Wird nicht besprochen. Von wegen, Geld ist da. Frage ist von Prioritäten. Gut, aber dann ist vielleicht plötzlich... Ach so, bitte. Also da finde ich halt, also machen wir so, aber ich weiß, wir sind eine Community von Guerilla Classics, die sagen, alle Honorare sind gleich und es ist total transparent. Also es weiß jeder, wie viel ich verdiene, es weiß jeder, wer was und es ist wirklich, dass ich glaube, das ist extrem wichtig, dass diese Transparenz geschaffen wird. Ja, aber ihr macht das, weil ihr das veröffentlicht. Alle, die frei arbeiten, müssen das veröffentlichen, weil sie von Einzelförderanträgen leben, wo du jeden einzelnen Cent abrechnen darfst. Mhm. Und bei dem einen darfst du nicht Taxi fahren, bei dem anderen darfst du kein Bier kaufen, aber eine Stulle, um einen Künstler zu versorgen. Ja. So, also das ist ein Albtraum. Das ist maximale Transparenz. Und wir müssen immer einen neuen Antrag stellen, immer ein neues Projekt entwickeln, damit wir Geld kriegen. Und bei den anderen verschwindet das in dieser großen Institution. Und ich habe mich immer schon geärgert, ganz ehrlich, also auch bei diesen ganz großen Häusern, die haben zum Teil 600, 700 Mitarbeiter, große Opernhäuser. Das kann mir doch keiner erklären, dass es nicht auch mit 5 Leuten weniger gibt. Das glaube ich einfach aber nicht. Aber wir kommen, wir kommen in riesige weitere Debatten. Das ist ja immer das Problem bei dem Thema. Und sie werden nicht einfacher. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz eine Lanze für morgen brechen. Weil morgen haben wir in diesem digital-ästhetischen Blog, führen wir die Diskussion von hier genau weiter. Ja? Mit Elia Rediger, der einen Minenchor auf die Bühne digital projiziert, um das Thema von Kobalt in Smartphones zu adressieren und dazu Händel Oratorien fusioniert. Wir haben Lead Me, ein unglaubliches Projekt, ein fantastisches Kunstliedprojekt des Heidelberger Frühlings, wo es nur um die Frage, was habe ich eigentlich zu erzählen geht und wie können wir das maximal künstlerisch bewegend und berührend und große Publika mitnehmend in Filme verwandeln und so weiter. Wir haben Julian Rieken sitzen, der sitzt da übrigens im Schatten, den kann ich nicht beteiligen, weil wir nicht noch ein Mikro haben, der wahrscheinlich die ganze Zeit denkt, oh Gott, was reden die gerade, der auch noch, der aus der Zukunft morgen zu uns sprechen wird und so weiter und so fort. Wir werden in den Pierre Boulez-Saal gehen und sehr genau gucken, was haben sie bei ihrem New Music Festival getan. Aber immer ist dieses Thema, also ich komme von dem, wir haben jetzt gar nicht über Beziehungen so viel geredet, aber wenn wir diese Beziehung zueinander in den Institutionen, ja, zwischen Institutionen nach draußen und auch die Frage Beziehung, was könnte die Menschen da draußen interessieren, die universellen Gefühle, die zutiefst individuell sind, das höre ich bei dir immer unten mitschwingen. Worum geht es eigentlich im Moment? Und dann zu gucken, was ist die Musik, die müssten wir dazu spielen. Nicht umgekehrt. Also eigentlich müsste es umgekehrt sein. Was brauchen wir gerade an Trost? Was brauchen wir an Verstimmung? Und was brauchen wir eigentlich gerade? Aber das würde zu einer völlig neuen Programm, es wäre eigentlich weißes Blatt jeden Abend, so wie ihr das macht. Frau Professor Tölle. Ja, noch eins. Und zwar gab es noch, eins noch. Sie haben noch ein letztes Slide. Wir haben noch 5 Minuten, die koste ich jetzt aus. Sie haben ein letztes Slide noch, das haben Sie mitgebracht, das gibt es eigentlich gar nicht mehr inzwischen auf der Website. Ich weiß, dass wir bei Taomi, The Art of Music Education, lieber Kai Hartig, wir haben das schon vor Jahren und Jahrzehnten sozusagen diskutiert, dass wir die Zugänge ändern müssen. Ja? Tür offen, Licht und so weiter. Sie haben es vorhin gesagt, hier, Making Concerts Fun. Free Concert, können Sie da vielleicht noch ganz kurz durchführen? California Symphony, warum das off ist, weiß ich nicht. Aber das geht voll gegen den klassischen Betrieb. Mhm. Ja. Also soweit ich das nachvollziehen konnte, geht es darum, dass die in einer Gegend sind, in der das Publikum, was sie gerne erreichen wollten, so im mittleren Alter zwischen 30 und 50 war. Und das haben sie damit ganz gut erreicht. Und die haben halt, bring your drinks to your seats, ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Schritt, aber für Konzerthäuser und Opernhäuser ein wahnsinniger Schritt. Spotify-Listen, die der Dirigent vorher veröffentlicht auf einem kleinen YouTube-Video. Also das ist halt, irgendjemand hat doch eben schon gesagt, es geht um Kontextualisierung. Mhm. Und es geht, was Volkert immer sagt, um eine Kontaktaufnahme vor Ort, um die lokale Arbeit. Okay, und wie durchbrechen wir diese magische Grenze, dass es nicht immer nur die Trigger sind? Manchmal habe ich das Gefühl, das sind die Häppchen, ja, so die Innovationshäppchen. Und eigentlich wollen wir sie aber in Beethoven 5, 6, 7, ganz klassisch. Nee, Maler. Die Dirigenten wollen alle Maler, weil sind viele Leute beteiligt, dann fühlt man sich besser. Das hat was damit zu tun, natürlich. Also ganz viel Programmierung, ganz ehrlich, das ist nicht immer eine künstlerische Entscheidung, sondern da sagt jemand, ich will das dirigieren, mach das möglich. Und dann musst du das Geld zusammenkratzen. Okay. Oder? Also. Und übrigens, by the way, clap the hand when you like what you hear,
haben die bei Mozart auch gemacht. Die haben nach dem Solo geklatscht. Das ist keine neue Erfindung. Ja, natürlich. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Natürlich nicht. Keine Idee. Aber ich erinnere immer wieder gerne daran, weil die meisten Leute wissen das nicht. Ja gut, aber das ist ja die heilige Kuh. Die wird als letztes geschlachtet. Okay, also wenn ihr euch... Bitte, Frau Professor Telle. Kann man sich nicht darauf einigen, dass es für verschiedene Publika verschiedene Konzerte auch weiterhin geben darf? Ich habe jetzt nicht, das Mikrofon ist runtergerutscht, deswegen konnte ich gerade nicht zuhören. Frauen helfen sich gegenseitig. Sekunde. Nein, das ist die andere Seite. Wenn Sie das netterweise noch mal wiederholen, bitte sehr. Liebe Jerome, Entschuldigung, das ist alles live. So viel dazu. Ja. Ich dachte jetzt gerade wegen Mahler und Brahms und so, das dürfen die Leute ja auch weiterhin hören. Das darf man ja auch weiterhin spielen. Darum geht es nicht. Es geht mir nicht darum, dass die Musik nicht spielen, sondern wie diese Entscheidungen getroffen werden. Klar, aber können wir uns nicht darauf einigen, dass man für verschiedene Publika verschiedene Konzerte anbieten muss und darf? Na klar. Also Diversifizierung. Ich höre immer die Leute, die sagen, muss ich jetzt bei Brahms mitmachen oder so. Nein, aber es erinnert mich an das Wort von Matthias Naske, der vor ungefähr gefühlten 12 Jahren gesagt hat, wir sind hier keine Garage, wir machen völlig unterschiedliche Konzerte, aber alles ist qualitativ erste Sahne and it has meaning for a certain public. Ja. Naja, wir gehen zumindest davon aus, wir bieten was an, was Meaning hat und nicht, sozusagen die Unterhaltungsgleichschaltung, die wir gerade in der Politik erleben, im Sinne von Opium fürs Volk. Also wir haben jetzt noch genau eine Minute. Ich würde euch gerne, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir der Reihenfolge nach. Den wichtigsten Gedanken, den ihr jetzt mitnimmt oder den ihr uns mitgebt, an dem ihr hofft, dass wir dranbleiben, damit wir nächstes Jahr nicht wieder darüber reden müssen. Jerome, was willst du von uns? Was forderst du von uns? Also, was ich jetzt noch aufgeschrieben habe, ist keine Intervention ohne Intention. Also, dass wir wirklich überlegen, was wir hier tun und jedes Mal fragen, warum wollen wir das jetzt? Ja. Und ganz zum Schluss, get used to the discomfort. Wirklich. Also, aber das ist total interessant, mit Hiromi digital zu kommunizieren, weil ich dachte, jetzt mache ich so Emojis in hellbraun, nicht mehr in weiß. Sondern, und dann habe ich so einen herzlich von ihr übergebraten bekommen. Und sie schrieb, Kiki, das geht gar nicht. Und lebenslanges Lernen. Apropos raus aus der Komfortzone. Frau Professor Tölle, was geben Sie uns? Was fordern Sie von uns? Also ich glaube, ich fordere... dass die Diskussion nächstes Jahr auch noch geführt wird. Oh, wir werden das nicht so schnell beerdigen können. Bitte nicht. Okay, aber das ist keine Forderung an uns. Was fordern Sie, was wünschen Sie sich von uns? Jetzt da sitzen 100 Gefühlte. Machen Sie die Diskussion auf und fangen Sie an zu diskutieren. Mit wem? Mit möglichst vielen Leuten, auch mit dem Publikum. Weil das kam heute jetzt noch irgendwie kaum zum Wort. Naja, wir haben Audience-Manifeste und so, da ist es ja sozusagen als Blaupause mit drin, also mit dem Publikum diskutieren. Volkert? Ja, ich knüpfe nochmal an diesen neuen Begriff von vorhin, das postrepräsentative Konzert. Und Nähe, das ist, das ist einfach die zentrale Fragestellung. Und der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, einfach mal ehrlich sein. Und da meine ich jetzt nicht nur uns Akteure oder irgendwie Leitende oder Musikerinnen oder so, sondern das Beispiel von der alten Dame, von der ich erzählt habe, das werde ich nie vergessen, das hat mich so tief berührt, dass die ehrlich zugegeben hat, dass sie sich eigentlich immer langweilt. Nein, du lachst, aber das finde ich total wichtig, dass man sich wirklich fragt, also warum gehe ich denn selber hin oder warum gehe ich denn selber nicht hin, was hindert mich denn daran? Und dass man nicht einfach, ich gehe da halt hin, sondern sich wirklich zutiefst fragt, warum denn eigentlich? Was macht das mit mir? Was nehme ich davon mit? Mhm. Ist mein Leben irgendwie anders, wenn ich da war oder nicht? Ich meine, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man einfach 2 Stunden die Welt vergessen hat, ist großartig. Das ist eine absolute Berechtigung. Aber sich das zu fragen und nicht einfach immer der Konvention zu folgen, macht man so, weil schon immer. Und dann komme ich wieder mit den 10 Geboten. Mhm. Steht dann irgendwo. Also ich bedanke mich bei euch ganz, ganz doll und ganz herzlich, liebe Frau Professor Tölle, auch bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Dreingaben. Bei euch dreien, bei dir, Julian, fürs Zuhören. Was du dazu denkst, erfahren wir morgen.